Heute ist etwas passiert, was nach meiner Auffassung sehr, sehr wichtig ist, denn die US-Konsumenten drohen akut mit Käuferstreik und das ist keine gute Nachricht in einer Wirtschaft wie der amerikanischen, die so massiv vom Konsum definiert ist. 70% sagt man, ist der Konsum in den USA. Das ist im Prinzip ja eine Art gelbe Karte der Konsumenten für die Fette, könnte man sagen, die ja eben diese Inflation schlichtweg laufen lässt, die die Preisentwicklung etwa am Immobilienmarkt noch befeuert, indem sie für 40 Milliarden Dollar pro Monat Mortgage-Backed Securities, hypothekenbesicherte Anleihen kauft, aber dann heute eben die Umfrage der University of Michigan, die gezeigt hat, die Leute, die beginnen langsam mit dem Angstsparen, die sagen, oh, ich erwarte steigende Mieten, ich erwarte, dass die Inflation stärker steigt als mein eigener Lohn. Und das bedeutet für mich, dass ich bestimmte Produktkategorien mir nicht mehr leisten kann und will, entweder Immobilien, gebrauchte Fahrzeuge, all diese Dinge. Und das wollen wir uns im Einzelnen mal anschauen. Das würde nämlich bedeuten, dass wir weiterhin hohe Preise sehen, denn diese Lieferengpässe, diese Bottlenecks, diese ganzen Themen von erhöhten Kosten für Rohstoffe, die sind für die Unternehmen ja nicht weg. Die müssen möglicherweise sogar neben diesen höheren Kosten auf der Suche nach Arbeitskräften höhere Löhne bezahlen. Also die haben diesen Kostendruck, der schlichtweg nicht vorbeigeht. Und wie sollen sie da die Preise senken? Wir wollen uns die ganzen Dinge mal im Einzelnen anschauen. Hier zunächst mal die Umfrage, da heißt es, die Inflation hat Druck auf den Lebensstandard, vor allem der unteren und Mittelschichten, ausgeübt, während die Gutverdiener sagen, okay, ja, also größere Anschaffungen, da warten wir mal jetzt ein bisschen. Für viele sind die Dinge schlichtweg zu teuer geworden. Natürlich nicht alle Dinge, aber eben Dinge, die man sich nicht so oft leistet, sind besonders teuer geworden. Und wir sehen hier, die Einjahresinflationserwartung ist raufgeschossen von 4,2 auf 4,8%. Also eine deutliche Steigerung, die da erkennbar ist. Die Leute merken im Alltag, die Dinge werden teurer. Und auf der anderen Seite erwarten sie, das zeigt die untere Grafik, die Reallöhne, also die Lohnentwicklung minus Inflation, die zeigt ganz klar nach unten. Das heißt, die Leute fürchten Kaufkraftverlust. Und das ist natürlich eine self-fulfilling prophecy, wenn ich davon ausgehe, dass meine Kosten steigen, mein Lohn aber weniger steigt als meine Kosten, dann beginne ich zu sparen, dann halte ich die Groschen zusammen. Und das, wie gesagt, ist keine so furchtbar gute Nachricht für die US-Wirtschaft. Hier sehen wir mal einige Kategorien wie Häuser, Fahrzeuge, ob gebraucht oder neu, oder eben Durable Goods, also Kühlschränke, Waschmaschinen etc., was man ab und zu ja schon mal kauft. Hier sehen wir die Einschätzung, ob das ein guter Zeitpunkt ist, sowas zu kaufen, oder ein schlechter Zeitpunkt, ist abgestürzt. Ein sehr, sehr schlechter Zeitpunkt, eben weil die Preise so massiv gestiegen sind. Jeff Gundlach, der Bond-Guru, hat vielleicht die Dinge so auf den Punkt gebracht, jetzt kürzlich in einem Interview, als er sagte, Leute, wir haben eine Inflation von 5,4%, aber wir haben eine Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe bei um und bei 1,4%, das ist 4% negativ Interest Rate. Wie soll das eigentlich funktionieren? Das erinnert ihn an die 1970er Jahre, das sei Jimmy Carter-esque, Anspielung an Jimmy Carter, der ja in den 70er Jahren US-Präsident war. Aber er sagt hier Jeff Gundlach, es gibt einen Unterschied. Wir hatten damals einen Paul Volcker, der angefangen hat, die Geldmenge zu verknappen, der dann die Zinsen angehoben hat und schwupps war die Inflation der 1970er Jahre, die ja durch die Ölkrise ausgelöst war, vorbei. Wenn wir uns heute mal die Dinge anschauen, wir haben heute zum Beispiel die 10-jährige deutsche Anleihe, die ist jetzt auf minus 0,35% gefallen. Das ist der niedrigste Stand oder die größte Negativrendite seit dem März. Und während gleichzeitig, wie wir gesehen haben, die Inflationserwartung etwa der Amerikaner auf den höchsten Stand seit August 2008 steigt. Also wie passt das zusammen? Wie passen die Anleiherenditen zu dieser Inflation? Erwarten die Anleihemärkte, dass da was schieflaufen wird wirtschaftlich, deswegen diese niedrigen Renditen, sehen wir da eine Art Flucht in die Sicherheit. Was ist da eigentlich los oder sind die Anleihenmärkte grundsätzlich und schlicht manipuliert durch die Notenbanken? Hier nochmal eine Grafik, die die Inflationsentwicklung seit dem Jahr 1872 in den USA zeigt. Da sehen wir da diesen Ausschlag nochmal in den 70er Jahren. Und da ist man über 10% gekommen, teilweise Inflation. Aber immer wenn es so stark nach oben geht, dann geht es normalerweise auch wieder nach unten. Denn
Das kann so nicht weitergehen, müsste man denken. Jetzt haben wir eben diese Reopening-Story, wir haben massive Inflation, die Dinge werden teuer, die Lieferengpässe sind da. Also momentan ist nicht absehbar, dass jetzt die Preise durchaus und schnell wieder fallen, während gleichzeitig die Nachfrage nach Produkten nachlassen könnte. Und das wäre dann eben doch ein stagflationäres Umfeld, interessanterweise. Eigentlich ist doch noch alles schick, könnte man sagen. Hier zum Beispiel mal in den USA. Die sogenannten Job-Postings bei der Jobsuchmaschine Indeed. Und hier sehen wir, das geht richtig nach oben. Deutlich mehr Angebot an Jobs als vor der Corona-Krise. Also der Arbeitsmarkt brummt. Die Leute, die finden Arbeit, wenn sie Arbeit finden wollen. Aber die Frage ist, sind sie bereit für diese Löhne zu arbeiten, wenn sie sehen, dass ihre Kosten eben weiter steigen? Und wir haben heute nochmal besser als erwartete Retail-Sales gesehen. Also praktisch die wie sagt man jetzt, die Einzelhandelsumsätze, okay, so muss es heißen, und wir sehen, was der Stimulus hier ausgerichtet hat. Die Leute haben einfach noch sehr viel Geld angespart, haben die Stimulus-Schecks wahrscheinlich noch nicht komplett ausgegeben. Also man hat erhöhtes Sparvolumen, die Deutschen auch, hatten wir heute auch neue Zahlen zu den Sparguthaben der Deutschen gesehen. Dementsprechend hat man jetzt konsumiert. Aber die Umfrage der Uni Michigan zu dem Verbrauchervertrauen ist eben ein Warnzeichen, dass die Leute jetzt vorsichtiger werden dürften, wenn die Preisentwicklung so weitergeht. Vergleichen wir mal den S&P 500, um jetzt zu den Märkten zu kommen, mit etwa den Umsätzen der S&P 500 Unternehmen und der US-Wirtschaft, dann sehen wir ganz oben der S&P 500, dann mit weitem Abstand darunter die Umsätze und mit noch weiterem Abstand die US-Wirtschaft. Wie passt das zusammen? Also viele Dinge, die nicht so richtig passen. Wir haben jetzt auch keine Korrektur mehr gesehen. Die größte Korrektur jetzt nach der Corona-Krise waren mal 4%, 4, irgendwas. Ansonsten sehen wir normalerweise ja schon immer größere Rücksetzer mal, das ist alles nicht passiert, und wir sehen, dass vor allem die großen Tech-Werte das verhindert haben. Hier sehen wir, dass die Earnings, die Gewinne der 10 größten Unternehmen im S&P 500, also Apple, Amazon, Microsoft, wie sie alle heißen, die machen 30% all dessen aus, was da 30,5%, was an Gewinnen der 500 Unternehmen der Fall ist. Also die restlichen 490, die machen nur knapp 70% an Gewinnen. Das zeigt, wie kopflastig sozusagen dieser Markt insgesamt ist. Und auch interessant, weil wir heute ja den kleinen Verfall haben. Wir haben jetzt im Juli 534 Milliarden Dollar an Umsätzen in Optionen gehabt. Das ist deutlich mehr als sonst, was wir bisher gesehen haben in diesem Jahr mit pro Monat mit 367 Milliarden. Und wir sehen, wenn wir uns jetzt mal die Marktentwicklung anschauen, die 100 größten Companies, nämlich im Nasdaq 100, die sind 5,8% gestiegen, während der Russell 2000, dieser Nebenwerteindex, 5% gefallen ist und die Microcaps, also die ganz kleinen Unternehmen, sogar mehr als 6% gefallen sind. Wir sind letztendlich, was die allermeisten Aktien betrifft, fast schon in einem Bärenmarkt, beziehungsweise zumindest nicht in einem Aufwärtstrend, sondern es sind die großen Tech-Aktien, die das Ganze so ein bisschen aufgehübscht haben. Und hier sehen wir mal einen Vergleich zwischen den US-Aktienmärkten und den Aktienmärkten der entwickelten Welt, also westliche Welt ohne USA. Weiter Abstand zwischen den USA schwarz und den entwickelten Ländern blau. Da ist also eine Riesenlücke und die Emerging Markets hinken sogar noch weiter hinterher. Also wenn ich sage, die Aktienmärkte sind zu teuer, dann meine ich vorwiegend die Wall Street. Ich glaube nicht, dass der DAX zu teuer ist. Ich glaube nicht, dass viele Unternehmen im DAX zu teuer sind, um das mal klar zu sagen. Aber ich glaube, dass die Amerikaner deutlich zu teuer sind. Und dass diese Differenz sich irgendwann einebnen muss und wird, das ist nichts fürs Trading jetzt, vor allem nicht kurzfristig, aber das ist vielleicht strategisch, perspektivisch mal eine Idee, dass diese Erwartungen, die man hier bei so Luftnummern wie Tesla und anderen hat, eben nicht aufgehen werden und da sehr, sehr viel heiße Luft drin ist. Und das meint auch mein Kollege Hannes Zipfel, der folgenden Artikel geschrieben hat: Aktien der perfekte Herbststurm zieht auf. Der schaut sich mal die ganzen Komponenten an, wie ist die Ausgangslage und was dürfte kommen, was dürfte da passieren. Da könnte sich ein ziemliches Gewitter dann wahrscheinlich, so sieht es der Hannes, im Herbst auftürmen. Und ich werde Ihnen diesen Artikel unter das Video verlinken. Meine Damen und Herren, schauen Sie da rein, ob jetzt sofort, wenn Sie das Video sehen oder am Wochenende,
Das wäre meine dringendste Empfehlung. Jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns dann in alter Frische am Montag. Ich sage Servus und Ciao.